Hilde, der Kronprinz ist da. Hi. Hi, David. Sie hat Angst, was du davon halten wirst. Keine Sorge. Ich habe mir überlegt, dir zu sagen, dass es großartig ist, egal wie es sich anhört. Zwar ein Lied nimmt er an. Wollen wir noch eine versuchen? Lass mich bei dir sein, so nah bei dir sein, dass dein Atem meiner wird. Dein Gesicht verschwimmt, alle Ängste nimmt und dein Mund bestimmt die Zeit. Nur ein Spiegel sein, ohne ich zu sein, mich verlieren in deinem Arm. Wortlos zu verstehen, dich nur anzusehen und zu wissen, du bist da. Dir so nah zu sein, so vertraut zu sein, dass kein Laut uns mehr erreicht. Deine Stimme hören, nichts mehr zu begehren, wenn dein Lächeln mich umarmt. Lass mich bei dir sein, so nah bei dir sein, dass dein Atem meiner wird. Wenn der Tag beginnt, uns die Stille nimmt, ist die Nacht schon nicht mehr weit. Was ist los? Was denkst du? David? Du warst fantastisch. Warte einen Augenblick. Jetzt sag ihr, dass sie großartig ist. Du hast gesagt, du würdest es ihr sagen, egal was ist. Wie kannst du so ein Arschloch sein? Heuschnupfen. Tut mir leid. Ich bin gegen irgendwas allergisch. Ich wollte dir sagen, dass du großartig bist. Auch wenn du es nicht gewesen wärst. Aber ich kann nicht. Das war nicht großartig. Das ist nur ein Wort, Darling. Fitzgerald hatte recht. Aber nicht nur das. Das Lied?